RE nach Bitterfeld. Es ist 9 Uhr. Wir fahren den BNR DZR 463.0 von der Deutschen Bahn, 217,3 Tonnen schwer, 5 Wagen im Zugverband und 120,1 Meter lang. Und zwar fahren wir von Leipzig Hauptbahnhof Tiefe nach Bitterfeld. Und ich würde sagen, wir beginnen. Natürlich erstmal Fahrtrichtungswende einstecken. Schön öffnen. Die Signalleuchten auf Spitzensignale stellen. Das ist soweit, glaube ich, alles schon. Noch den Bremsschlüssel lösen. So. Rückwurbelbeleuchtung ein. So, ist natürlich noch die Zugsicherungssysteme einstellen. So, müssen wir mal eben was anderes gucken. Natürlich keine. Ich werde bekloppt, ey. Das war mir nämlich klar, dass die 110 wieder keine Leuchten an hat. Keine Schlussleuchten. Ach, das ist immer so ein Scheiß. Es war mir nämlich klar, dass das wieder nicht funktioniert. Müssen wir manuell in der Lok einstellen. Das ist nämlich genau das Blöde, was ich hasse. So, schließen die Tür. Warte mal. Soll hier noch irgendwas machen? Hauptschalter. Leuchtmelder-Test. Hauptinstrumentenbeleuchtung ein. Sag mal, ich will hier raus, Herrgott. Da weiß ich nicht, ob die jetzt eingestellt sind oder nicht. Ist auch vollkommen wurscht. So, wir fahren jetzt los, sonst wird es noch später. Müssen wir, glaube ich, manuell schließen. So, schließen die Türen. Auf geht's. Da habe ich noch was vergessen hier. Sagen. So, auf geht's. Erste Station Leipzig Messe. Können wir uns befreien? So, 45 dürfen wir erstmal nicht überschreiten. Sollten wir hinkriegen.
rein. Den können wir auch aufschalten. Wunderschön. Wunderschön. Du hast dich vergedrückt. Willst du denn? So. Mehr als 140 darf der ja sowieso nicht. Das heißt, die 160, die dort angezeigt sind, für uns eigentlich völlig unerheblich. Schalten hier, wenn wir gleich da sind. An unserem ersten Halt Leipzig Messe. So, da wären wir schon. Die Türen stellen fest, dass hier nicht besonders viel los ist. Können wir eigentlich Zugzielanzeige einstellen? Das sieht nicht so aus. Sieht aktuell nicht so aus. Schade eigentlich.
So, wir legen los. Nächste Station, Delitzsch. Wunderschön. Da wir ja nicht mehr als 140 fahren dürfen, sollten wir das auch so lassen. Hört sich schon komisch an, der N-Bahn. So, und spricht zwar nicht ganz der Wahrheit, aber besser als wenn da gar nichts steht, finde ich zumindest. Scheiß Sieferknopf, der reagiert manchmal nicht. Das ist echt zum Kotzen.
So, dann vergleichen Delitzsch, unterer Bahnhof. Ich denke, das ist noch im Rahmen. Ich glaube, auf 1 Kilometer, 1 km/h kommt es jetzt auch nicht an. Glaube ich schon mal abschalten, bzw. Fahrschalter aus. Sifa drücken, anfangen zu bremsen. Da sind wir schon in Delitzsch. Öffnen die Türen. Und dann sehen wir, dass hier überhaupt nicht viel los ist. So, Bitterfeld noch. Ist der nächste und letzte Ort, den wir zu befahren haben. Oder anzufahren haben. So, hier steht leider gar nichts drauf. So, Türen verriegeln, das machen wir natürlich. Lösen die Bremse. Und schalten langsam auf. Fährt ein. Bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnsteigrand. Ja, das halte ich für einen sehr wichtigen Sicherheitshinweis. Kann natürlich drücken. So, dann sind es noch 10 Kilometer bis Bitterfeld.
Eieieiei. So sieht das schon wieder besser aus. Meine Güte, reagiert nicht. Wunderschön, wunderschön. Hey, das ging aber gerade noch mal gut. Das ging aber gerade noch mal gut. Schnell werden, da ist schon wieder quittierpflichtig. Und das ist hier gleich. Deswegen den Gleiswechsel. Doch 160 ist sowieso fern jeder Realität. Von daher brauchen wir da gar nicht groß hinzuschleunigen. Gleiswechsel.
60. Gleich gelbes Vorsignal. Unter dem Porsche in Bitterfeld. Wunderschön. Wunderschön. Auf 40 kriegen wir auch hin. So, das hätten wir auch soweit geschafft, ohne Probleme, in Bitterfeld gelandet, bzw. angekommen. Schauen wir mal, was jetzt passiert. So, ihr lauft alle da durchs Fenster oder wie sieht das aus? Ich liebe dieses Spiel. So. Jeder, der jetzt noch rein will, hat Pech. So, damit hätten wir das erledigt. Bekommen wir den Gold? Wir bekommen gar keine Medaille, weil das ein Szenario-Entwickler-Szenario ist. Von daher hat sich das soweit. Auf jeden Fall können wir das nicht wiederholen. Das war dieses kleine Sonntagsszenario von mir mit mir zusammen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Dies war das letzte Video vor Basel. Das heißt, nächste Woche gibt es kein Video von mir. Zumindest nicht vom TSW und so weiter. Wie gesagt, nächste Woche sind wir auf Tour. Freut euch drauf. Es wird auf jeden Fall eine Menge Content geben für euch. Wir freuen uns mega drauf. Wie gesagt, dies war das letzte Video vor der großen Tour. Gehabt euch wohl, habt noch einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye. Bye.